Zu Fall gekommen nach Tritt von Böning. Spiel läuft weiter. Schulz, Balic abgeblockt. Balic, Brüching steht wieder. Brüching! 96 führt in Bochum. Ein Tor für den Klassenerhalt von 96. Vielleicht da unten der Tritt zu sehen von Böning gegen Brüching, der sich dann wieder aufrappelt. Hannover kommt mit Schulz, mit Brüching, mit Hanke! Zweite Chance, zweites Tor, 0:2. Jetzt trifft auch Mike Hanke wieder. Nach dem Tor gegen Gladbach erst sein zweiter Saisontreffer, der helfen kann, eine völlig verkorkste Saison zu retten. Mike Hanke, letzte Minute, Manuel Schmiedebach. Ball kommt durch zu Pinto, frei vor Herwagen und er macht das Tor! 0:3. Der VfL Bochum klassisch ausgekontert in der letzten Minute der ersten Hälfte. Kein Abseits, auch noch Glück, dass der Ball durch die Beine geht. Es war für 96 eine Saison der Extreme, die wohl schwerste in der Geschichte von Hannover 96. Weil eine Fußballmannschaft, ein Verein, den Tod ihres Torhüters Robert Enke verkraften musste. Erleichtert, enthemmt, weinend, Torhüter Fromlowitz, alle, wirklich alle, dachten heute nach diesem Spiel an Robert Enke.